Hallo, liebe Zuschauer, Lands of Lore, The Throne of Chaos, ein neues Let's Play. Das Intro haben wir schon gesehen, Adrian haben wir gesehen, dass es Scotia gibt, die böse, böse Hexe, die natürlich nichts Gutes in Schilde führt. Was genau auf uns wartet, werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir direkt in das Abenteuer reinstarten. Kurzes Wort dazu, ich habe das Spiel selbst noch nie durchgespielt, ich habe es mal bis ins zweite Kapitel geschafft, war dann allerdings selbst schuld, dass ich dort nicht weitergekommen bin, beziehungsweise irgendetwas hat mir gefehlt. Sollte ich diesmal stecken bleiben, da muss ich halt nachgucken, mal irgendwie eine Lösung oder mal das ein oder andere Let's Play Video angucken von dieser Stelle, wo ich dann halt weiterkomme. Aber ich würde sagen, darum machen wir uns Gedanken, wenn es dann soweit ist. Jetzt starten wir in das I have need of a champion. Who among you will volunteer to serve me in this matter? Ich würde sagen, wir nehmen den ausgeglichensten, den ausgeglichensten nehmen wir. So, jetzt aber. Conrad ist das nämlich. Der kann sowohl zaubern. Well, have you decided? Ja, Moment. Kann sowohl zaubern, hat Defensive und auch Offensive und ist halt der Allrounder. I'm the most well-rounded champion for your cause. Face it, with all the dangers in the land, you need someone with my adaptability. Darf ich euch dienen? Ja. Ihr hört schon sehr gut die Sprachausgabe hier übrigens vom King Redshirt. Die Stimme ist von Patrick Stewart. Ja, ihr wisst schon, Raumschiff Enterprise. Excellent. Settle your affairs and attend me in the throne room for instructions. Na, dann machen wir das doch. Welcome to Gladstone Keep. King Richard awaits you in the throne room. So, kurze Steuerung. Hier natürlich über die Pfeiltasten oder man kann es auch über das Nummerpad-Spiel spielen. So werde ich es euch vorspielen. Das ist das Gold, was wir haben. Genau. Im Moment haben sie 41 Silberkronen. Naja, das ist kein Gold, sondern Silberkronen. Und das ist unser Inventar hier unten. Das dürfte ein Heiltrank sein. Das sieht eher aus wie ein Heiltrank. Na, hier wird es halt Salbe genannt. Was soll's. Aloe haben wir und Ginseng haben wir. Wir können rasten, theoretisch. Im Moment müssen wir das natürlich nicht. Würde ich sagen, bewegen wir uns jetzt fort. Und gehen wir mal rüber hier. Kann ich mit dir reden? Nee. Angreifen sollte ich dich sicherlich auch nicht. Was haben wir hier? The Gladstone Crest. Jawohl, Gladstone, unser Königreich, in dem wir uns befinden. Conrad, were you not summoned to see the king? Go back straight north into the throne room. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Können wir sie nicht mal umschauen hier? Okay, was haben wir hier? The hidden plumbing seems miraculous. Was für ein Wunder. Sagst du hierzu auch was? The eagle is Richard's mascot. Okay. Ich glaube, hier geht's zum König, oder? Wo habe ich denn nochmal die Karte? Sag mal. Darauf klicke. Das ist unser Inventory. Im Moment haben wir nur was an. Ein Hemd. Und Dolch und keine Hose. Das ist ja schon wieder super. Hierüber kann ich die Karte auch nicht anrufen, ne? Wie ging das denn nochmal, ne? Das wird vielleicht ja später freigeschaltet. Who knows? His Royal Majesty awaits you in the throne room. Das ist nicht ganz das, was er gedacht hat oder gesagt hat, was da stand. Aber was soll's. I tell you, we must march with whatever troops can be gathered locally. Isn't Eric mustering his white army? Have we lost all confidence in our own military capabilities? Eric is the finest commander in the kingdom, but he is a five-day march from here. As long as we have our own magic, I really don't see where we need more than the defenses we already have in place. Scotia is not an adversary to be taken lightly. Ah, Conrad. Because of the threat from Scotia, I have an urgent need for the Ruby of Truth. Please retrieve it from Roland's estate in the Southland and return it to Gladstone. Here is a key to my private library. Among the books, you will find a magic atlas that should be of assistance on your journey. Come by my office before you leave the keep. I'll give you a writ that will identify you as being on official business for His Highness. Hm? Alles klar? So. Klingt doch easy. Hast du was zu erzählen? Nein. Da sind wir hergekommen. Da steht noch einer. Müssen wir zurück. Also erstmal in die Bibliothek, den magischen Atlas finden. Das wird das Gladstone-Zeichen. Dann müssen wir zurückgehen. Waren wir hier schon drin? Ja,
Wer bist du denn? Richard's great-grandfather Ludwig. Ah, Ludwig. Hallo Ludwig. Oh, da ist ein Schloss. An ornate lock. Natürlich passt da der Schlüssel rein. Easy. Was haben wir hier für ein Buch? And so it came to pass that the ancient people of Gladstone, having discovered a method of controlling the magics, rose unto power amongst the barbarous tribes of the great wasteland. For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel's sake. Aha. Never drink from underground waters. These will corrupt the heart and taint the mind. Many a twisted soul met its fate through unwise drinking. Niemals aus unterirdischen Quellen trinken. Niemals aus unterirdischen Quellen trinken. Niemals aus unterirdischen Quellen trinken. Habe ich bestimmt in den nächsten Episoden schon wieder vergessen. Aha, da haben wir die Karte. The Magic Atlas. Zeig mal. Die Burg Gladstone. Okay, jetzt alles nochmal ablaufen, damit das eingezeichnet wird. Drückt mal vor. Und dann wird es eingezeichnet. Sehr schön. Das ist gut. Das ist gut. Genau das, was wir brauchten. So. Sind wir da noch nicht entlang gegangen, oder? Gucken wir mal, was da so ist. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere Nützliche hier in dem Schloss. Die early Talamari were mounted warriors. Sonst ist hier nichts. Okay. Vorhergekommen. Da ist auch eine offene Tür. Have you found the Ruby of Truth? I have additional questions for His Majesty. You are not to be admitted without the ruby. Okay, das ist halt unsere erste Aufgabe. Richard's battle banners await the call. Naja, wenn die ja sagen, vorher kommen wir eh nicht mehr da rein zum König. Hier war aber der Eingang, ne? Schauen wir nochmal, was hier so ist. Was ist denn das? Royal Herborium. Hier gibt es bestimmt Kräuter oder sowas. Did you hear something? If Scotia does attack, they say we won't hear a thing. Quickly now. Point out what you need. Was ist denn du für ein Problem, sag mal? Was ist das? That salve is a secret Orca recipe for healing. That is a 20 crown donation. 20? Nein, danke. I prescribe ginseng to neutralize poisons and soothe injuries. Would you like to buy a root? That is a 10 crown donation. Donation, sehr schön. That's aloe. Rub the leaf on wounds to heal them. Would you like to buy a leaf? 5 crowns. Ne, das geht ja vom Preis her, aber ganz ehrlich. Farewell then. Ich halte mein Geld jetzt erstmal im Moment fest, denn ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwo Waffen kaufen können. Tapestries bring some warmth to the keep. Fine swords, impressive decorations. Verdammt. Wenn es echt gewesen, hätte ich sie mitgenommen. Victor Glaston, Royal Armorer. Yes, sehr schön. Oh, so you come to see Victor? Afraid of Scorcher's new toy? Ha ha ha! Why afraid? Look at Victor. Myself could use a shape changer. Ha ha ha! Alles klar, was kostet jetzt? You show Victor what you want to buy. Maybe you show Victor what you sell. Okay? Nee, was kostet das Schwert? Excellent weapon! 125 crowns. Nein, danke. You need that mace? 40 crowns. Das wäre ja schon mal was. Wenn ich wüsste, was der bewirkt, der Mace. Jetzt kann ich auch nicht in mein Inventar rein. Okay, was haben wir da? That one a weapon right for you. 60 crowns. Nein, danke. You again come visit, no? Ja, du nicht ganz normal im Kopf, oder? Irgendwo den Dolch. Moment mal, wenn ich den Anleger mal Stärke 17, wenn ich den wegnehme, haben wir 5. Das heißt, er hat Stärke 12. Würde ich mal sagen. Ja, das bringt mir jetzt trotzdem nichts. Weil ich nicht weiß, wie stark das Schwert ist. Oder der Mace, der dort hing. Oder der Dolch. Was haben wir hier? Jaren Arborath, Royal Chamberlain. Na, dann mal her mit der Kohle. Oh, yeah. It's you. The impending storm attracts all you would-be heroes. Now, I suppose you want your writ. Uh-oh. Look,
Even the beasts seek shelter. Weg mit dir. Vielleicht bist du die Hexe. What are you waiting for? Be gone. Hast du irgendwas für mich? Use your own maps. Those are mine. Ach, komm schon. If I want you to touch something of mine, I'll ask you. If I want you to touch something of mine, I'll ask you. Danke, ich habe kein Interesse daran, dass du mir sagst, was ich dir anpacken soll. If you need help, die anpacken soll. That rascal Timothy is at the Grey Eagle. Grauer Adler, Timothy. Grauer Adler, Timothy. Das ist auch wieder so ein Spiel, wo man teilweise mitschreiben muss. Grauer Adler, Timothy. Und den Namen sollte ich mir leicht merken können. Okay, ich glaube, viel mehr können wir im Moment hier auch nicht machen. In dem Schloss können wir vielleicht nochmal den Brunnen gucken. This must be fed by an artesian well. Ja, whatever. Dann mal raus. Raus in die Wildnis. Und dann geht's erst richtig los. Oh, was haben wir da? Abgenutzter Dolch. Okay, der bringt nicht wirklich was. Schwarm aufgenommen. Was macht der mit einem Schwarm? Kann er ein Schild anlegen? Keine Ahnung. Schwarm steht da doch, oder? Ja, Schwarm aufgenommen. Is that a Pseudobuschia hugiflora? Is that a Pseudobuschia hugiflora? Kann sein. Ich weiß es nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? Da geht's wieder zurück zum Schloss. Genauso abgenutzt. Was soll ich mit solchen Waffen? Hey you, I'm taking your money. Nein. This is all I have, sir. Do you think I'm stupid? Na super. Komm, töte ihn. Ja, wenn du daneben schlägst, ist auch nicht so toll. Sehr schön. Hat er mir jetzt endlich was zurückgelassen? Nein. Okay, das war der erste Kampf. Können wir gar nicht mehr daran erinnern, dass man hier von einem so einen überfallen wird. Kann man das decken? Nein, decken kann man es nicht. Hiermit können wir übrigens zaubern. Was auch immer das für Zauber sind, habe ich im Moment keine Ahnung. Müsste doch irgendwo stehen, oder? Können wir den Passierschein eigentlich lesen? Nein. Schade. Frage mich, ob ich hier rasten kann. Sie schlagen ihr Lager auf und legen sich zur Ruhe. Sehr schön. Und alles wieder aufgeladen. Natürlich auch Pech haben können, dass wir hier angegriffen werden. Das funktioniert nämlich auch in dem Spiel. Stein ist immer gut. Nehmen wir das mal zur Seite. Nehmen wir auf die Karte, wo wir jetzt sind. Jetzt einmal hier einen Kreis gelaufen. Ach, da hinten ist noch ein Weg. Dann gehen wir den nochmal zurück. Und weiter einfach geradeaus, genau. Why are thugs guarding that cave? Sollen wir versuchen, dran vorbeizuschleichen? Oh, scheinbar geschafft zu haben. Okay. Ich kann mich auch absolut nicht mehr dran erinnern, was wir hier in dieser Höhle machen können. War schon zu lange her. There are silver coins in here. Sehr gut. A lantern. Noch besser. Speichern sollte man hin und wieder doch mal bei dem Spiel. Zerrissenes Hemd aufgenommen. Bringt auch nicht viel. Noch ein Abnutzer durch. Bringt auch nix.
Platten, das kennt man auch, Plattenrätsel. Crumbled to dust. Kann man Stein drauflegen. Scheint nicht zu klappen. Na, gucken wir jetzt mal weiter. It crumbled to dust. There are silver coins in here. Das kann aber nicht alles sein, oder? Na, Platte hier den Stein wegnehmen. Was ist das? Ah, Schlüssel. Braucht jetzt nur eine Tür. Okay, wenn ich hier hindrehe, dann seht ihr, da ist hier eine Tür. Vielleicht noch einen zweiten Stein drauflegen. Ja, dann bleibt's offen. Sehr schön. Da müssen wir auch noch einen Stein drauflegen. Korrekt? Genau. Nee. Oh, wieder zwei Steine. Ah, Hilfe! Das ist nicht so gut jetzt. So schnell geht's in dem Spiel. Okay, da werden wir überfallen. Ob das vielleicht keine gute Sache ist, wenn wir dort überfallen werden? Ich würde sagen, machen wir hier an der Stelle mal einen kleinen Cut. Dann geht's beim nächsten Mal weiter in Lands of Lore. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Bye, bye.